Es ist endlich wieder soweit. Ich darf etwas an euch zurückgeben und euch damit auf ganz besondere Art und Weise Danke sagen. In diesem Video gibt es einen Stöckli-Ski deiner Wahl in deiner Länge. Alles, was perfekt für dich ist, zu gewinnen. Und ja, das ist auch der Moment, wo ich einmal die Saison mit euch Revue passieren lassen möchte. Seit dem 1.12. haben jeden Tag über 100.000 Menschen auf dem Kanal eingeschaltet. Ihr müsst euch das mal bildlich vorstellen und es ist für mich auch wirklich eine ganz besondere Zahl, wo ich großen Dank für ausspreche. Wir waren dabei in Regionen unterwegs, in den gesamten Alpen, zum Beispiel in der Schweiz, wo ja auch Stöckli produziert. Wir waren in Zermatt, in Crans-Montana, wir waren in Österreich, wir waren in Italien und auch in Deutschland, Oberstdorf, Kleinwalsertal, Brauneck. Ihr könnt euch gerne nochmal durch die verschiedenen Videos durchklicken und sie natürlich gerne anschauen. Und jetzt kommt noch ein Highlight zum Ende der Saison. Und zwar werden wir, Basti und ich, gemeinsam nach USA und Kanada fahren. Das allererste Mal für mich, dass ich auf einem anderen Kontinent Skifahren gehe und diesmal in Nordamerika, wo wir euch verschiedenste Themen einfangen werden und das auch alles gefahren auf Stöckli-Ski. An dieser Stelle also mit unserem Partner in diesem Video etwas zu gewinnen. Wie läuft das Ganze genau? Zwei Bedingungen. Die erste ist, ihr solltet Abonnent, Abonnentin des YouTube-Kanals sein, Marius Quast. Ich hoffe, das seid ihr schon und vielleicht bringen wir es mit diesem Gewinnspiel hier auf die 200.000 Abos. Das wird mich ganz, ganz besonders freuen und das Team dahinter mit Linus und Aileen natürlich auch. Und die zweite Bedingung ist, dass ihr unter diesem Video hier einen Kommentar verfasst. Egal was es ist, sei es ein wenig Lob, vielleicht auch Anmerkung oder Kritik oder einfach ein paar nette Sätze. Vielen Dank für jeden Kommentar und natürlich kommt jeder von euch dann in den Kommentartopf. Wichtig, es zählen keine doppelten Kommentare. Ihr braucht also nicht 10-mal kommentieren. Der eine Kommentar genügt vollkommen. Und dann wird ausgelost und zwar am 7.4.2024. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schaut unten in der Beschreibung. Dort sind alle Teilnahmebedingungen aufgelistet und eben am 7.4. gibt es dann den Livestream und den Wechsel von der Wintersportsaison in die Radsportsaison. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Glück, viel Erfolg bei diesem Gewinnspiel und natürlich noch eine super Skisaison. Bis dahin und tschüss!